Hallo liebe Kinder, ich möchte euch heute eine Geschichte vorlesen. Es ist die Geschichte von dem kleinen Frosch. Es war einmal ein kleiner Frosch, der hatte ganz gerne frischen Dorsch. Er tauchte, schwamm den Fischen hinterher, doch leider blieben seine Flossen immer leer. Irgendwann war der kleine Frosch müde und wollte nicht mehr den ollen Fischen hinterherjagen. Er suchte sich ein neues Spiel aus. Als gerade viele Seerosenblätter auf dem Teich schwammen, kam ihm die Idee mit dem Seerosenhüpfen. Er wollte von einem Seerosenblatt auf das andere hüpfen. Das war aber gar nicht so einfach für einen kleinen Frosch. Es brauchte viel Mut und viel Kraft. So übte der kleine Frosch zuerst mit Blättern, die ganz dicht aneinander auf dem Wasser lagen. Denn so war er sicher, dass er sie erhüpfen konnte und nicht ins Wasser plumpste. Er hüpfte also ganz fröhlich von einem Blatt auf das andere und quakte dabei ein kleines Lied. Er hatte sehr viel Spaß. Die Blätter waren ja nah und es ging ganz leicht. Aber bald wurde das dem kleinen Frosch auch zu langweilig und zu leicht. Und so suchte er sich ein Blatt aus, das ziemlich weit weg von einem anderen Blatt schwamm. Auf dieses Seerosenblatt wollte er jetzt unbedingt hüpfen. Er war ganz aufgeregt und sagte sich, ich schaff das, ja, ich schaff das. Der kleine Frosch holte tief Atem, nahm viel Anlauf und machte einen ganz großen Sprung. Platsch machte es und der kleine Frosch fiel kurz vor dem Seerosenblatt mit dem Bauch in den Teich. Dabei kam ihm ein großer Schluck Wasser in den Hals, sodass er arg husten musste und kaum mehr schwimmen konnte. So gut und so schnell er konnte, paddelte er an den Teichrand. Dort wartete bereits seine Mutter auf ihn. Mit einem lächelnden Auge hatte sie ihn beobachtet. »Komm, Kleiner«, sagte sie liebevoll zu ihm und nahm ihn in die Flossen, um ihn zu trösten. »Das nächste Mal bist du sicher vorsichtiger und dann klappt es ganz bestimmt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.« So war es auch. Jeden Tag übte der kleine Frosch das Seerosenhüpfen, immer aber in kleinen Schritten, bis er eines Tages mit einem ganz, ganz großen Sprung auf allen Blättern herumtanzen konnte, so wie die großen Frösche. Da war der kleine Frosch sehr glücklich. Das war's. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!